und weich. Messer, Messer, damit geht es besser. Schneiden, schneiden, du sollst nicht lange leiden. Leib, Leib, die Klinge ich in dich treib. Kruste, Kruste, solange ich mich nicht musste. Schneller, schneller, jetzt kommst du auf den Teller. Knurren, knurren, der Magen ist am Murren. Warten, warten, Wurst wird nicht im Garten. Ich halte dich in den Händen und werd dich gleich verzehren. Brot mit Butter und Wurst. Brot mit Butter und Wurst, Brot mit Butter und Wurst, Brot mit Butter und Wurst, Brot mit Butter und Wurst. Fleisch, Fleisch, zart und weich. Messer, Messer, damit geht es besser. Schneiden, schneiden, du sollst nicht lange leiden. Leib, Leib, die kling ich in dich rein. Vertrautes sei, du Snookerkrieg. Der sollte sie von nahe sehen. Brot mit Butter und Wurst. 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 Geht es besser? Schneiden, schneiden, du sollst nicht lange leiden. Leib, Leib, die Klinge ich in dich treib. Kruste, Kruste, solange ich mich nicht musste. Schneller, schneller, jetzt kommst du auf den Teller. Knurren, knurren, der Magen ist am Murren. Warten, warten, Wurst wird nicht im Garten. Ich halte dich in den Händen und werd dich gleich verzehren. Brot mit Butter und Wurst. 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 Fleisch, Fleisch, zart und weich. Messer, Messer, damit geht es besser. Schneiden, schneiden, du sollst nicht lange leiden. Leib, Leib, die kling ich in dich rein. Vertrautes sei, du Snookerkrieg. Der sollte sie von nahe sehen. Brot
mit Butter und Wurst. Brot mit Butter und Wurst. Brot mit Butter und Wurst. Brot mit Butter und Wurst. Brot mit Butter und Wurst. Brot mit Butter und Wurst. Brot mit Butter und Wurst. Brot mit Butter und Wurst. Brot mit Butter und Wurst. Hallo, ihr geilen Menschen! Schön, dass ihr da seid! Moment, ich mach noch Licht. Künstliche Sonne geht auf. So, wie geht's? Wie steht's? Alles gut bei euch? Und DeathHead13, danke dir für den Follow! Baron Soil Princess, auch dir vielen, vielen Dank. Gut aussehend und intelligent. Das Zeichen dafür, dass man hier followt. Frau Holle, oh, auch dir besonderen Dank. Liebe @onkel_jo und beste Community ever. Danke. Danke, dass euch gibt. So, ich habe gerade mal in meinem Task Manager geguckt. Ey, mit Assassin's Creed habe ich meine CPU tatsächlich immer auf knapp 100%, wenn nicht mehr. Also ich muss mal gucken, ich muss mir da echt mal was ausdenken. Naja, heute wird's noch gehen. Ron, ja, cooles Lied von unserer, das gibt's auch auf unserer EP, die wir damals veröffentlicht haben. Und auf dem nicht veröffentlichten Komplettalbum. Ja, ja. Und der Pocket pupst sich auch mal wieder in den Abend. Schön, dass du da bist. Hallo, hallo. So, ich möchte gern heute mit euch die Hauptquest weiterspielen. Und da sind wir letztes Mal von Ragnarök, beziehungsweise der Unterwelt, oder der einen Götterwelt, dem einen Jenseits, quasi zurück nach Midgard gekommen. Und Eivor hat neue Aufgaben gekriegt, weil, ihr erinnert euch vielleicht, Harvey, also Odin, wurde quasi verarscht. Balder ist, kleiner Spoiler, tot. Und der Hugakehr, da war der Geist von Balder schon drin. Deswegen hat er sich die ganze Zeit so komisch angefühlt. Jo. Und um das Rätsel weiter zu lösen, müssen wir heute, glaube ich, Meisterherausforderungen schaffen. Das haben die da eingebaut. So. Sava hat sich gewaschen. Endlich mal wieder. Wir machen ein Kreuz im Kalender. Gut, 12. Mai. Nächstes Jahr wieder dann. Odian! Guten Abend. Danke, du Held! Vielen, vielen Dank! Oh Mann, ist voll lieb, dass ihr mir hier schon so lange die Stange haltet. So, kleines Stückchen und jetzt los. Gibt's bei euch noch was? Was passiert in der letzten Woche? Oder seit dem letzten Stream, ist ja keine Woche her. Das Jahr ist rum. Arcturus X, guten Abend zurück.
Da, da, da. So, da bin ich wieder im Dorf. Bist von der Arbeit gerade heimgekommen? Ja, dann streamen wir ja genau rechtzeitig, Pocket. Ah, Frau Holle. Letzter Stream war echt, da ging es nochmal ordentlich nach vorne. Also ich bin mal... Du treulose Tomate. Das sagt auch mein Chat. Der sagt mir gerade, du bist online gegangen. Rexor, ja, ja. Und du bist da. Sehr gut. So. Was wollte ich gerade sagen? Also beim letzten Stream ging es ordentlich nach vorne und jetzt müssen wir mal gucken, was ich jetzt überhaupt an Aufgaben zu lösen habe. Ich habe auch gesehen, bei Ubisoft Connect gibt es so Statistiken, dass ich bald meine 3 Millionen Kilometer oder Meter, 3 Millionen Meter gelaufen bin in dem Spiel. So, also hier gibt es eine Herausforderung, eine Meisterherausforderung. Hey! Rexor, danke, das geht ja voll ab hier. Das ist lieb. So, also. Hiltrians Prüfung. Ah. Da geht's jetzt da weiter, wo es damals mit den Meisterherausforderungen nicht weiterging, glaube ich. Das große Tor? Echt? Oder ist doch was anderes? Hm, auf jeden Fall super cool, dass die da damals schon an das Addon hier gedacht haben. Und was ist das? Heldenhafter Gelehrter. Ach, das ist, ja, das ist klar. Und hier? Gelang in das Waldgebiet. Okay. Ich glaube, ich rede erstmal. Warte, am Feuer auf Freunde. Oh, so viele Aufgaben. Okay. Ich rede erstmal hier mit Hildi Iran, dass ich die Aufgaben annehmen kann, wenn sie auftauchen. Voll gut. Odian sagt, demnächst gibt es bei uns einen Firmenlauf. Die IT, zu der ich gehöre, läuft aber seltsamerweise als einziges. Naja, dann roll sie alle platt. Genau, Frau Holle, ich spiele als Eivor. Sie ist quasi wieder aufgewacht aus ihrem Harvey-Traum und muss jetzt aber die losen Story-Enden hier zusammenführen in der realen England-Welt, was ich eigentlich ganz cool finde, dass es jetzt hier weitergeht. Was läuft falsch bei dir? Bahn frei! Ich mache hier auch quasi meinen Firmenlauf mit Eivor. So, reden wir doch erstmal mit Hildiran. Hildi, wie ich sie liebevoll nenne. Eivor vom Rabenclan. Das Auge Odins wird unserem Zweck dienlich sein. Sehr gut. Ich habe das Geheimnis des Auges entdeckt. Aha. Und was ist es? Es anzusehen ist eine Sache. Ihm zuzuhören, eine andere. Es singt, Wolfsmal. Es singt dir ein Lied von Schätzen. Du sprichst in Rätseln. Nimm es, halte es nah bei dir. Gehe zur Küste East Englas und folge dort dem Lied. Du wirst schon sehen. Ich soll einem Auge mit meinen Ohren zuhören? Du beliebst zu scherzen. Dem ist nicht so. Geh nur. Du wirst es verstehen. Okay. Das Auge wird singen, na dann. Pocket muss morgen arbeiten. Oh. Warum nur? So, was ist das? Hm.
Da muss ich also hin. Ja, komm. Das andere ist zwar näher, aber ich werde tatsächlich jetzt mal kurz dem Auge folgen. Dann behalten wir das ein bisschen so im Blick. Geht nicht so viel durcheinander. Also Schnellreise mal hier zu dem Ort. Der scheint mir am nächsten dran zu sein. Neue Story mit Eivor. Das ist gut. Cool, ich habe mal mythisches Reitschwein mit nach England gerettet. Bin ich mal gespannt, was das Auge sagt. Die Festung kennen wir ja noch. Da gab es einen großen Angriff. Sie für mich sühnen. Wo soll das denn sein, jetzt wo ich hin muss? Oh nein, Frau Holle, gute Besserung! Husten ist Kacke. Ich spreche aus Erfahrung. Oh, das sind Leute. Die werden sofort angreifen. Ich muss sehen, was du siehst. Ja, komm her. Gibt's Ärger? Jetzt komm schon. Was ist denn da los? Dreckiges, feiges Arsch! Naja. Du verdienst den Bluthahn! Menschliche Gegner, menschenähnliche Gegner umzubringen, macht mir viel mehr Spaß als diese Monster. Kopf ab!
überlebst du nicht. Oh. Du Tschüss. So, aber wo ist denn jetzt die Küste, die ich erkunden soll? Muss ich da wieder runter? Ich muss mir das gerade nochmal auf der Karte angucken. Ich gehe mal ganz hoch und verschaffe mir einen kleinen Überblick, wenn es genehm ist. Da ist wohl noch ein Gefangener. Den kann ich auch gleich noch befreien. So. So, jetzt bin ich ganz oben. Aber da ist der Gefangene. So tief kann ich nicht zielen. Moment. Kann ich da jetzt den Käfig? Nein, kann ich nicht. Wäre es denn, wenn ich da runterspringe und da mal gucke, was geht? Mache ich jetzt erstmal. Ich kann ja wieder hochklettern. Oh nein. Ich dachte, er springt ins Wasser. Come on! Wofür war denn dieser Mast da, wenn er nicht mich ins Wasser führt? Na gut. Kann passieren. Taritara. Von hier ins Wasser? Ich probiere es nochmal. Ja! Gerade so. Hui! Was ist das? Das Auge Odins hat was gefunden. Das Auge hat was gefunden? Ja, was denn? Eine Leiche? Hat es denn was gefunden? Ich höre. Ich glaube, ich muss mal pipi. Hui! Ja, dann geh doch, Ron! Dann geh doch! Ich höre hier geheimnisvolle Geräusche. Hört ihr das auch? Oh, da ist was. Ein geheimer Durchgang. Vielleicht ist es das. Komm, nehme ich mal so ein Sprengfass.
Schönen guten Abend. So, mal gucken, was das Auge Odins da jetzt sagt. Ich hoffe, das ist der Ort, den es gemeint hat. Das ist Hildirans Lied. Es wird lauter, je näher ich dem Ziel komme. Sehr gut. Ich bin richtig. So, jetzt aber. Krotosaurus, so sind wir halt hier. Wie ich sehe, kannst du eine einfache Tür nicht öffnen. Hildi! Ein singender Stein sagt mir, dass darin etwas versteckt ist. Aber die Tür rührt sich nicht. Hast du das Kleinod Freyas bei dir? Du bürdest mir so viel Schmuck auf. Du magst Freya in die Irre geführt haben, doch deine Kraft ist nichts gegen Odin. Willst du sagen, dass ich mehr üben soll? Dich erwarten neue Schreine Hugaheims. Komm mich besuchen, wenn du magst. Ich habe noch mehr Schätze zu verteilen. Behalte dies so lange. Vielleicht gibt es noch mehr verstecktes Spielzeug der Götter. Ach, da fehlt mir noch Kram. Na gut. Ilupan, hallo. Ilupan ist jetzt bei Twitter. Ihr solltet ihr mal folgen. Sie postet leckere Kuchenbilder. Toll, jetzt brauche ich mehr Abzeichen. Also doch die meiste Herausforderung. Ah. Okay. Da habe ich ja damals nur ein paar gemacht auf Gold. Oh nein, muss ich die jetzt echt auf alle auf Gold machen, damit ich ja weiterkomme? Das wäre hart. Gut. Dann gucken wir uns doch das mal an. Wo ist das? Wo ist das? In Hefnertorp. Naja. Das Tribunal, hallo! Herzlich willkommen. Oh, Ilo, welchen Kuchen gibt's denn am Sonntag? Käsekuchen? Diese neuen Visionen von Odin beunruhigen mich. Sehe nur ich sie? Oder gibt es eine andere Bedeutung in den Geschichten von Svartalfheim? Vielleicht sollte ich mir im Feuer die Knochen wärmen. Und meine Gedanken sammeln. Ja. Sei gegrüßt. Hast du was Neues für mich? Dieser Auftrag ist nicht nur gut bezahlt, sondern wird auch Spaß machen. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist das Ziel schon tot. Aber sieh mal nach, um sicher zu gehen. Keine Eile, aber früher ist immer besser als später. Es sei denn, du bist das Opfer. Was bietest du heute an? Tja, was bietet Reda denn an? Ich weiß nicht, ob der cool aussieht. Da ist noch diese Ritterrüstung.
Ach komm, ich kauf's einfach mal. Sieht gut aus und ist durchdacht gestaltet. Habe ich die schon gekauft? Die habe ich schon gekauft. Jetzt habe ich sie gekauft. So. Danke. So. Nun muss ich gehen. Auf bald. Also dann, leb wohl. Ah, Tribunal, das freut mich. E3 war lustig. Das wollten wir das Jahr drauf auch wieder machen, aber dann kam Corona und dann hat Erik die Lust auch an allem jetzt, glaube ich, verloren. Ich weiß auch gar nicht, ob es die E3 jetzt noch wieder geben wird. Also dieses Jahr ja nicht, ob es danach nochmal stattfindet. Puh. Aber wir sehen uns bestimmt mal wieder. So, dann mal auf zum Feuer. Rice, hallo. Da ist ja nichts los hier am Feuer. Das Feuer. Okay. Dann erzählt mal ein paar Geschichten, ihr nicht vorhandenen Leute. Okay. Ich kann mir 4 Geschichten anhören. Da ich sie eh alle anhören muss, machen wir es einfach der Reihe nach. Naja, Kurtosaurus. Vielleicht muss ich die Geschichte mir jetzt auch noch selbst erzählen. Wer weiß. Schauen wir mal. Der Steinmetz, der Ruhm suchte. Schneide ich gerade mit, bringen wir dann im nächsten Podcast am Ende. Tova, wie ist es dir ergangen? Das Feuer hat Erinnerungen an die Legenden geweckt, die Svein so liebte. Würdest du mich mit einer Geschichte erfreuen? Vielleicht über Svart, Alfheim. Ich würde sie nicht halb so gut erzählen. Aber am liebsten war ihm eine Fabel, die uns daran erinnern soll, Bedeutung in unseren Taten zu finden, nicht darin, wie andere uns sehen. In Svart Alfheim mangelte es nie an legendären Zwergenschmieden. Ein jeder hat von Ivaldi oder Brock und Sindri gehört. Doch hier geht es um einen Steinmetz. Er lebte weit im Süden, wo Gullinmar und Vangrin aufeinandertreffen. Seine Werkstatt baute er an der Küste. Von Ruhm besessen war seine Liebe für sein Handwerk fast erloschen. Stattdessen suchte er die Küste nach Edelsteinen ab, die aus anderen Reichen stammten. Dann sah er es. Etwas Schönes, Glitzerndes, Schimmerndes, jenseits des Wassers, auf einer Insel, die zu besuchen er nie gewagt hatte. Eilig baute er ein Boot, er arbeitete bis spät in die Nacht, dann setzte er Segel und fand viele Felsen auf der Insel, die glänzten und glitzerten. Er jauchzte vor Freude. Wenn er irgendetwas aus diesen Steinen fertigte, würde man ihn nie vergessen. Da spürte er plötzlich ein Stechen in seinem Fuß, dann noch eins und wieder. Seine Augen gewöhnten sich ans Dunkel. Und er erkannte, dass er, von Geltungsdrang getrieben, in ein Schlangennest gelaufen war. Die Erkenntnis kam jedoch zu spät. Und so starb er, den Stein umklammernd, der sein Schicksal besiegelt hatte. Unvergessen, ja, doch nur auf seiner Torheit. Eine gute Geschichte, Tova. Svein wäre sehr stolz auf dich. Der gute Svein. Leider schon tot. Ja, das war
eine tolle Geschichte. Ein Märchen, könnte man sagen. Und wir können uns jetzt direkt das nächste anhören. Der König und sein Vermächtnis. Geht es Brigitte und dir gut? Sicher. Es ist nur, die Flammen beruhigen meinen Geist. Wie auch die Geschichten hier. Willst du eine zum Besten geben, Gunnar? Eine Legende über Svartalfheim? Ja, die Geschichte eines Königs, der den Wald vor lauter Bäumen nicht sah. Heidmar, größter der Zwergenkönige. In seinem Schloss in Gullinmar fehlt ihm nichts außer einem Erben. Heidmar und seine Frau waren alt geworden. Womöglich zu alt. Eines Nachts wandelte er, von Sorgen zerfressen und mit Tränen in den Augen, spät in den Schatten seines prächtigen Bergschlosses herum. Großer König, was betrübt dich? Fragte eine Stimme. Heidmar erschrak, doch er sah niemanden. Wer da? Rief er. Dann sah er, wer da zu ihm sprach. Ein prächtiger, uralter Baum. Vielleicht so alt wie Ymir selbst. Heidmar setzte sich und erzählte dem Baum von seiner Sorge, seinen Untertanen kein angemessenes Vermächtnis hinterlassen zu können. Das rührte den Baum, der einige Tränen vergoss und sie Heidmar anbot. Trink, großer König, sagte er, und deine Sorgen werden fortgeschwemmt. Heidmar betrachtete das Gras, die Weiden, die Blätter des Baums. Die Freude seiner Untertanen war darin zu sehen, wie sie für das Land sorgten. Sein Vermächtnis war allgegenwärtig. Heidmar war beruhigt, als er erkannte, dass er alles hatte, was er brauchte. Und so bat er den Baum, seine Gabe dem Land zu schenken. So flossen fortan die Freudentränen des Baums und bereicherten das Land. 9 Monde vergingen und der Schrei eines Säuglings erklang im Schloss. Noch lange brachten Zwerge am Fuße des weinenden Baumes Geschenke im Gedenken an Heidmar dar, dessen Güte alles formte, was er berührte. Alles geschieht, wann es geschehen muss, alter Freund. Das hoffe ich. So, so, Heidmar, dessen Rüstung wir übrigens tragen, ich erinnere daran, die haben wir ja schon gefunden in Svartalfheim. Fuchsgeist Tito, jetzt auch nochmal richtig, hallo. Setz dich ans Feuer, wärme deine Füße und wir hören die nächste Geschichte, die Folgen von Thors Leichtsinn. Eivor! Was ist los mit dir? Hast du wieder zu viel von Valkas Zauberbrühe getrunken, alter Nimmersatt? Mich verfolgen Bilder von Odin und Svartalfheim. Sie überschwemmen meinen Geist ohne Vorwarnung oder Einladung. Aha, so hat auch Thor Svartalfheim überschwemmt. Thor, der schnell handelnde, doch langsam denkende, lärmte und stampfte, kämpfte und rammte, wohin er und Mjölnir auch gingen. Eines Tages lieferte er sich einen solch wilden Kampf mit einem Jötun, dass Thors Todesstoß in allen 9 Welten zu spüren war. Der Boden erbebte, Berge erhoben sich, Hügel wurden gespalten und gebaren Schluchten. Und nördlich von Svaladal brach das Ufer des enormen Sees, der die Quellen Yggdrasils in sich trug,
und flutete ganz Svart Alfahem. Hreidmar, der Zwergenkönig, handelte rasch. An der Seite seiner treuen Untertanen errichtete er 3 mächtige Dämme, die sein Reich vor weiterem Schaden bewahrten. Einer der Baumeister war so überrascht, den großen König neben sich arbeiten zu sehen, dass er ausrutschte und in die reißenden Fluten unter ihnen stürzte. Hreidmar sprang ohne Zögern, erst vom Pferd und dann noch einmal von der Mitte des Damms, hinein in den schrecklichen Strom. Bevor der Arbeiter auch nur um Hilfe schreien konnte, zog Hreidmar ihn bereits ans trockene Land. Und so wurden 2 riesige Statuen zu Ehren des Königs errichtet. Eine für jeden seiner tapferen Sprünge, die bis zum Ende der Zeit Bestand hatten. Bis Ragnarök. Ja, wie du siehst, schlagen Tatenwellen wie ein Stein, der ins Wasser fällt. Oder wie Thor, der einen Jötunschädel mit Mjölnir zerschmettert. Es beeinflusst alles, sei es vorhergesagt oder unbekannt. Ich fürchte, meine Geschichte hat deine Sorgen nur verstärkt. Nein, eine gute Geschichte ist ein Scheit, der das Feuer des Geistes nährt. Danke, mein Freund. Danke, Alvis. So, wer wird denn die letzte Geschichte erzählen? Sollen wir sie starten? Das letzte Märchen? Die Berufung des Bergarbeiters. Ich höre, du suchst nach Geschichten aus Svart Alfahem. Nicht nur du hast Erscheinungen der Asen. Du hast sie auch gesehen? Nein. Doch ich kenne die Macht, die den Bildern innewohnt und was sie bei einst geliebten Menschen bewirken. Du sprichst von Sigurd. Willst du nun meine Geschichte hören? Es war einmal ein Bergarbeiter der Zwerge, dem nur seine Arbeit wichtig war. Er kannte nichts als die Mine und wollte und sollte nichts anderes kennenlernen. Eines Tages hörte er ein seltsames Geräusch. In seinem ganzen Leben in den Minen Wangrens war er nie auf einen Felsen getroffen, der quietschte. Zuerst beachtete er es nicht. Doch das Quietschen setzte sich über Stunden unablässig fort. Als der Bergarbeiter es nicht mehr aushielt, spaltete er den Felsen mit seiner Hacke. Und dann sah er ein Eichhörnchen, das bis zu dem Augenblick dort festgesessen hatte. Ängstlich und erschöpft erklomm das Tier den langen Bart des Zwergs und schlief 3 Tage lang. Als der Zwerg den Tag darauf erwachte, erwarteten ihm Früchte und Nüsse, ein Geschenk des Eichhörnchens. Das erste Geschenk, das der Bergarbeiter je erhalten hatte. Endlich hatte er einen Freund. Das Eichhörnchen führte den Zwerg zu einem Felsen inmitten eines Sees. Dort angelte der Bergmann Fische für sein Abendmahl, während das Tier in den Bäumen spielte. Eines Abends schlief der Zwerg beim Beobachten seiner Angelschnur ein, lächelnd, voll Freude ob des fröhlichen Quiekens seines Freundes über ihm. Als die Sonne am nächsten Morgen emporstieg, fand sie den Zwerg versteinert vor. Sein kurzes Glück für alle Zeiten festgehalten. Und das Eichhörnchen? Das wich ihm nie von der Seite. Es hoffte, seinen Freund eines Tages wieder aus dem Stein befreien zu können, so wie der Bergmann es damals auch getan hatte. Sigurd ist für uns nicht verloren. Okay. Dann kenne ich jetzt die Stories. In jeder großen Geschichte findet sich Wahrheit. Ich frage mich, was sich in Svart Alfahem finden ließe, jenem Ort, von dem sie handelten. Ich gucke
guck mir das gerade mal an. Okay, das heißt, die sind nur im Inventar. Ist das eine Schatzkarte? Schauen wir mal, ob wir da eine neue Schatzkarte gekriegt haben. Müsste ja so sein. Aber diese Schatzkarten suchen, wie gesagt, die finde ich jetzt nicht so arg prickelnd. Ach, das sind die Stories, okay. Was ist das? Rachebotschaft, die sind auch mal lustig. Nimm Rache, oh mein Sohn. Ja, ja. Aber das waren nicht die Karten von eben. Hier, da sind die neuen. Vier neue, okay. Okay, das ist in Svartalfaheim. Wenn wir da wieder zurückkommen, können wir da mal gucken, ob wir da was finden. Die kennen wir ja. Den Ort. Ah, die Insel, okay. Mit dem versteinerten Zwerg und hier mit der Brücke und der große Baum. Relativ klar zu finden, also... Sollen wir die jetzt zuerst mal suchen oder sollen wir erst noch ein bisschen hier in Midgard bleiben und andere Quests machen? Also der Reihe nach oder querbeet, was sagt ihr? Sabal, du haust ab, alles klar, schön, dass du da warst. Äußert euch gerne mal im Chat. Also, was sagt ihr? Noch weiter hier in Midgard Aufgaben machen oder mal kurz zurück nach Svartalfaheim und die Schatzkarten suchen? Frau Holle ist dafür, jetzt nicht alles der Reihe nach zu machen. Okay. Nachts aber. Der Rest, was sagt der Rest? Ich richte mich da gerne ein bisschen nach euch. Wir können jetzt auch hier die Sachen machen, die uns vor die Flinte kommen. Oder sollen wir der eben gelauschten Märchen Lösung suchen? Eulchen, hallo! Komm, sagt mal was, nicht so faul hier! Interaktion! Wir sind ja doch nicht im Fernsehen. Ich meine, ich kann es natürlich auch alleine entscheiden. Wenn ihr jetzt nur noch lurkt. Eulchen ist für die Geschichten. Pocket ist auch für Querbeet. Habe ich überlesen, sorry. Rexor auch für Geschichten. Also bis jetzt recht ausgeglichen. Dann reiß ich noch einmal nach Svartalfaheim
Und guck mal, wie schwierig das ist, da die... Ah, jetzt habe ich nicht aufgepasst, wo ich hingelatscht bin. Wie schwierig es ist, die Schatzkarten zu finden. So. Asgard? Nein. Jötunheim? Nein. Da hinten steht der Trunk. Nein, auch nicht. Wo war er denn? Wo war denn der Trunk noch? Oh nein, ich habe vergessen, wie ich da hinkomme. Steht hier nicht so ein Trunk, dass ich da wieder hinkomme? Da liegt doch noch. Da ist doch das vierte, das dritte Schälchen, oder? Hä? Also Jötunheim ist doch falsch. Das ist ja Quatsch. Asgard ist auch falsch. Letztes Mal hat die mich doch hier wieder in Trance versetzt. Okay, dann. Dann geht's wohl gerade noch nicht zurück, okay. Oder das. Es war hier irgendwie, ne? Habe ich ein Glühwürmchen? Nein. Aber jetzt kommt sie nicht. Muss ich hier... Ich musste irgendwas verbrennen, ne? Oh Gott, ich hab's alles vergessen. Keine Ahnung. Okay. Dann, also, ich hätte viel mehr Lust, jetzt hier direkt noch was zu machen. Gehen wir doch mal hier in den Wald. Schieben wir das mit den Schatzkarten noch mal vor uns her. Ja, Eulchen, das ist cool, aber für einen Stream finde ich es dann doch ein bisschen zu langweilig. Das mache ich, wenn ich alle Abenteuer geschafft habe. Für mich in die Ferne, Sühnen. So, da wär mal. Das ist die Stelle. Jetzt muss ich nur noch auf Valka warten. Einbruch der Nacht. Ach, es wird gerade wieder Tag. Okay, machen wir ein Päuschen und warten auf Valka. Kondor-Geschichten? Welche Kondor-Geschichten, Rexor?
Ich fessle dir nun die Hände. What? Und zu welchem Zweck? Ein bisschen Bondage. Du bist zu sehr Kriegerin, Eivor. Du wirst deine Angst erst erkennen, wenn du ihr hilflos ausgeliefert bist. Trink. Cheers. Und das wird den Traum zurückholen, ja? Ist das alles? Du lässt mich einfach hier? Valka! Das... warum muss ich gefesselt sein? Valka? Der Wolf, das Lamm, Furz. Geh nicht ins Licht, Eivor. Genau, Safe Word wäre gut gewesen. Wo kommen die her? Ich muss meine Fesseln lösen. Jack, hallo. Okay, befreien. Oh oh. Lauter Wölfe. Befreit sich nicht. Je mehr ich kämpfe, desto enger ziehen sich die Stricke. Es muss einen Trick geben. Was hat Valka gesagt? Mich darauf einlassen. Ruhig sein. Langsam. Es klappt. Die Fesseln lösen sich. Frei. Jetzt wird abgerechnet. Okay. Sie verschwinden wie nach einem bösen Traum. Was geht hier vor? Verfluchte Gespenster! Kommt schon! Ich biete euch einen guten Kampf! Au, au! Es werden immer mehr! Als würde ich gegen einen Fluss kämpfen! Das kann nicht die Lösung sein. Was ist das denn für ein Licht? Okay, muss ich jetzt angreifen oder nicht? Hören auf. Nein. Na gut. Ich kenne dich, Wolf.
Ich sah mich auf dem Eis, am Tag, als mein Vater starb. Doch bin ich kein Kind mehr. Oh, ein größerer Wolf. Hey, der echte, danke dir. Ein Streifenwolf. Sei verflucht. Stirb. Aber dem raube ich gar keine Energie. Verfolgst mich nicht mehr! Okay. Der Wolf ist fort. Vorerst. Ich bin bereit, Valka. Immer Zeit. Diese Drogen immer. Eieiei. Geht's jetzt zurück? Doch, die Schatzkarten. War das der Weg? Surt und ich kreuzten einst die Klingen. Damals, als bis auf unseren Stolz nichts auf dem Spiel stand. Natürlich müssen wir eines Tages wieder kämpfen. Ich weiß nicht wann, noch weiß ich warum. Nur, dass es geschehen wird. Und wenn es soweit ist, musst du dich fernhalten. Ich will mein liebstes Kind nicht in diesen Zwist verwickelt sehen. Schwarz Alfahem, selbst nach Ewigkeiten der Abwesenheit hasse ich diesen Ort noch immer. Doch bietet er mir die Hoffnung auf Rache, die süßeste aller Früchte. Das Reich ist verändert, doch nicht durch Surt. Da ist noch etwas anderes. Ich muss Brock und Ivaldi finden. Mein Hugakir ist hoffentlich noch bei ihnen in Sicherheit. Okay. Jetzt bin ich ja doch zurück. Obwohl ich ja eigentlich, ihr wisst schon, auch Meisterherausforderungen in Midgard machen wollte. Na gut. Okay. Da bin ich wieder zurück. Hier ist Brock. Aber... ich versuche jetzt mal. Ist das der oder der? Diese Schatzkarten zu machen. Ich guck mir das gerade nochmal an. Oh. Jetzt. Da müsste so eine Option sein, dass man sich das jetzt in so ein Fach legt, das man einfach direkt aufrufen kann, statt jetzt immer hier rumzuscrollen. So. Das ist zwei Türme und in der Mitte. Und das ist da. Okay, also zwei Türme und in der Mitte. Schauen wir doch mal.
Also da bin ich richtig. Sehr gut. Dann auf. Auf! Bin ich mal gespannt, ob wir den Schatz direkt finden und was es sein wird. Bursti ist die geilste Sau, das stimmt. Das stimmt. Ach Mist. Komm, das machen wir uns. Machen wir gar nicht lang rum. Dann nehmen wir doch die Lufthansa. Ab Montag keine Maske mehr, ne? Wahrscheinlich. Also in Europa, Deutschland ist noch nicht so ganz klar. Im Flugzeug. Ich trage sie ja immer noch. Wer kennt es nicht? Die Vogeljagd mit der Axt. So. Jetzt muss ich mir die Karte tatsächlich nochmal kurz angucken, weil ich es mir nicht gemerkt habe, wo genau das Kreuz war. Da seht ihr wieder, was ich meine. Warum kann ich mir denn diese Karte, wenn ich sie doch jetzt ein paar Mal aufrufen muss, nicht einfach irgendwo zur Seite legen? Warum? Alvis Karte. Okay. So auf mittlerer Höhe zwischen den zwei Formationen. Ach komm, ich flieg nochmal, was soll's. Was soll's? Also über dem Wasserrad würde ich tippen. Ungefähr. So, dann suchen wir mal. Da müsste jetzt irgendwo so ein Punkt sein. Toll. Ich finde nichts. Was siehst du, alte Freundin? Also da sind die zwei Abbilder für die Rettung des Arbeiters
Und... naja, irgendwo bei diesen Zahnrädern müsste es sein. Also Zahnräder. Wasserräder. Aber... der Vogel sieht nichts. Vielleicht unterhalb von so einem Wasserrad. Ich guck da nochmal nach. Also da in diesen Löchern war ja jetzt nichts. Eulchen! Ich seh's grad erst. Mach's gut! Schlaf schön. Also ich glaube eigentlich nicht, dass es jetzt hier ist, aber gut. Ah. Was denn jetzt? Warum verlierst du denn jetzt so viel Energie? Ah, Animus-Shop wollte ich nicht. Energie. Ah, verflixt. Was ist hier los? Zwerg aufgeknüpft, wenn ich mich recht erinnere. Die zwei, die mich da verarschen wollten. Das war also falsch. Ah! Ich muss eine Jüttner-Rüstung anziehen. Komm, geh raus. Nee. Hab ich das? Hab ich ein Jüttner-Rüstungsstück? Verwirrt. Ich glaube, da komme ich jetzt noch nicht durch. Okay. Ich guck mir noch mal die andere Schatzkarte an. Mr. Poison, hallo. Wow, Mausi, danke schön.
Wir versuchen gerade rauszufinden, was es mit den Schatzkarten hier in Svartalfaheim auf sich hat. Hier waren wir gerade, aber da kam ich nicht rein und hab nichts gefunden. So, das ist diese Insel. Mal sehen, was wir zuerst entdecken. Noch eine Insel und der Baum. Der Baum ist, glaube ich, am leichtesten. Gucken wir doch nochmal bei dem Baum. Also. Wo war denn dieser Ort? Da nicht. Na, wo war er denn mit der Brücke? Hier war eine Brücke. Ah. Da ist eine Insel. Der Königspalast? Ne, der war es nicht. Hier das? Mensch! Von wegen ist am einfachsten. Das hier vielleicht. Doch. Gemühl. Ich muss es mir nochmal angucken. Also Insel. Okay. Und das hier. Kleines Häuschen, großes Häuschen, Brücke mit zwei Pfeilern. Und ein Fluss oder Weg. Hm. Gut. Schwer zu sagen. Ich glaube das nicht. Das ist es nicht. Das hier wird sein. Heidmars Palast. Glaub schon. Komm, hier ist der Baum. Ich glaube, hier ist es. Okay, was am nächsten dran? Der. Ich check das mal. Gucken wir mal, ob es das hier ist. Schauen wir mal.
Also da hinten müsste die Brücke sein. Oh, jetzt habe ich nicht mehr genug Huga, um lange zu fliegen. Okay, okay. Das sieht doch gut aus. Ich glaube, ich bin am richtigen Ort. Da gibt's Huga. Lande ich doch da mal. Pupsblumen! Reiche Ernte. So. Ja, genau. So, und hier müsste jetzt ein großer Baum stehen. Hier stehen allerdings viele große Bäume. Ja, welcher Baum soll das jetzt sein? Ist ja jetzt nicht so, dass hier einer hervorsticht. Sollte er aber. Also ein Tannenbaum wird es nicht sein. Schönen, leite mich. Also hier in diesem Steinkreis steht kein Baum. Ach so, Moment. Ich müsste auf der Karte nochmal gucken, wo vom Weg aus das Ding war. Und wieder runterscrollen. Oh Mann. Ja, Frau Holle, sagst du was? Oh, Frau Holle hat eben gepupst. Ich hätte schwören können, es wäre Pocket gewesen. Am Geruch erkannt. Rechts davon, okay. Also müsste es hier in diesem Gebiet sein. Komm, machen wir die Markierung mal ein bisschen anders. Ah! Also. Vielleicht eher so hier. Gerade nochmal gucken. Gerade mal gucken. Ob da was Großes wächst. Ist klar. Also das ist der größte jetzt hier so. Also es ist jetzt kein großer, alleinstehender Baum. Die sind alle bei Tinder und haben Dates. Offensichtlich. Okay, der da hinten ist vielleicht noch ein bisschen größer. Markiere den auch nochmal.
ist nichts. Der hier. Gibt's nicht. Die Schatzkarten sind doof. Ich glaube, ich rede mit Brock. Weiche Wölkchen, ist klar. Mit Rosenduft. Ich muss sehen, was du siehst. Teilt sich denn der Weg? Teilt sich hier, da hinten. Und die Stelle ist auf der rechten Seite. Oh! Was geht? Dr. Crappy! Danke für den Raid! Chrisa, das ist ja cool. Ja, ich bin hier gerade auf der Schatzsuche. Neue Schatzkarten, die ich durch Geschichten der, durch Märchen quasi gekriegt habe. Danke für den Follow! Und ihr könnt mir gerne beim Suchen helfen. Wie geht's euch denn? Was habt ihr gemacht? Voll cool. Raider! Also, das Ding suchen wir gerade. Konche, auch dir danke. Chrisa sowieso. Zurück. Also prägt euch das hier mal ein. Ich finde es nämlich nicht. Also die Stelle müsste passen. Diese Brücke mit dem großen Haus und dem kleinen Haus. Unten teilt sich ein Weg und da muss ein großer Baum stehen, der den Schatz verbirgt. So. Und wir sind jetzt, hier ist das große Haus, da ist das kleine, da ist der Weg und ungefähr hier ist es eingezeichnet, aber da finde ich nichts. So, ich kann es gerade nochmal zeigen, da ungefähr müsste es sein irgendwo. Ich weiß es nicht. Gehen wir nochmal dahin. Sims 4. Mit eigener Story. Das ist natürlich cool. Nutella Paganini. Ja, okay. Ich verstehe. Eine ganz süße offenbar.
Also in der normalen Welt waren diese Schätze immer ohne Marker in der Gegend. Man hat nur einen Punkt gesehen, wenn man direkt davor steht. Also wenn jetzt jemand hier so einen Punkt sieht, so einen weißen, bitte schreien, aber ich weiß nicht, wo das sein könnte. Was ist das? Ah. Ein Bug. Na gut. Ein fliegender toter Vogel. Also, das ist der Weg. Und rechts vom Weg soll es sein. Also nicht, dass man jetzt erst hier noch mit Brock reden muss, um das zu triggern oder so. Das kann ich mir aber nicht vorstellen. Ich hab doch die Schatzkarten. Hey! Free Dudes Uncle! Das ist aber lieb für deinen Sub, ey. Vielen, vielen Dank. Bist der Coolste! Also gut, diese Schätze sind nicht zu finden. Irgendwas stimmt hier noch nicht. Gut, ich rede nochmal mit Brock und mal gucken, was uns das bringt. Ach, verflixt. Jetzt habe ich mir erfolgreicher vorgestellt. Okay, mal gucken, was der gute Zwerg zu sagen hat. Soll es morgen eigentlich auch nochmal so warm werden? Ist ja schon mein zweiter kurze Hosentag. Ist die Zuflucht gefallen? Diese Feuerriesen sind eine Plage. Was? Feuerriesen in der Zwergenzuflucht? Okay. Dann werde ich mich mal drum kümmern hier. Ja, ich bin schon unterwegs. Schon unterwegs. Halbiert. Ist aber noch einer. Moment. Ihr lieben Zwerge. Ihr sieben Zwerge. So. Wo sind sie denn? Ah, ist immer noch einer. Die Sau flieht. Schießt. Wie die Sau flieht. So. Aufstehen. Ihr seid frei. Das Glück sei dir gewogen, Rabenschwinge. Dankeschön.
aus dem Nichts. Wo ist der Hugake? Habt ihr ihn verloren? Brock verließ gestern die Zuflucht, bevor der Überfall begann. Er nahm den Hugake mit. Wohin hat er ihn gebracht? Seit du weggingst, wurde er immer launischer. Der Hugake ist das Einzige, was ihn noch kümmert. Du solltest seinem Beispiel folgen. Also, wo ist er? Wo? Neulich Nacht sprach er davon, den Krater von Atri zu erkunden. Oh nein. Und Antworten zu finden. Er bringt den Hugake vor Surts Türschwelle? Augenblick mal. Wo warst du überhaupt die letzten Tage? Tage? Egal, es zählt nur, wohin ich gehe. Und wo ist das? Atri? Wo immer ich Vergeltung finde. Beruhige dich, Harvey. Komm zu Sinnen. Auge um Auge führt dazu, dass am Ende alle blind sind. Das kümmert mich auch. Da hat er recht. Der ist ein Auge. Okay. Also jetzt kann ich hier quasi Brock wieder hinterherlaufen. Das mache ich auch mal. Yo, yo, yo. Also gut. Aber das mit den Schätzen aus den Märchen ist ein bisschen seltsam, oder? Also ich war doch eindeutig an dem Ort. Ich muss Brock in Atris Krater finden. Der tapfere Dummkopf meint es gut, könnte mich aber um meine Rache bringen. Was stimmt mit diesen beiden Brüdern nicht? Einer starb bei der Suche nach Med, der andere setzt aus Übereifer sein Leben aufs Spiel. Flieg, Freundin. Da hinten flieg ich doch auch mal hin. Da fliegen wir doch auch mal hin. Ab in den Krater. Wo ist er denn? Ich lande einfach mal mittendrin. Und hoffe, dass ich ihn finde. Ich sehe dich, Zwerg. Na dann. Brock, wo ist mein Hugake? Immer mit der Ruhe. Hier ist er. Völlig sicher. Ich wollte etwas untersuchen, aber dann bin ich gestolpert und... Kannst du laufen? Nein. Dann trage ich dich. Oh, Vorsicht! Ich bin doch kein Sack Rüben. Was hast du über den Hugake herausgefunden? Vielleicht weiß ich nun, wie man ihn einsetzt. Ciao, Doktor. Aber wenn du es auf Surt abgesehen hast, endest du vermutlich beim Festmahl in Valhall. Valhall? Das ist für die Schwachen und Wankelmütigen. Nein, ich werde nicht sterben. Welten mögen sterben, doch ich werde ausharren. Was ist mit Sindri? Nennst du ihn etwa auch schwach? Warum sollte er denn in... ja, natürlich. Er sitzt dort in Valhall. Für einen wie ihn ist das eine große Ehre. So. Nun denn, dies sieht nach einem guten Ort aus, um dich abzusetzen. Also dann, was ist der Zweck des Hugakers? Keine Ahnung. Kann er Surt töten? Nun, das ist nicht sein Zweck. Aber ja, ich denke schon. Wie? Er nutzt das Licht. Sehr viel Licht. Das war Baldas Gabe. Er konnte die Nacht zum Tag machen und umgekehrt. Braucht es Surt deshalb seinen Huger? Ja,
Die anderen sind nur für das Gleichgewicht da. Aber du musst wissen, da ist noch ein weiterer. Wie Balder. Unvollständig. Wessen Huga ist es? Surz. Nur ein winzig kleines Stückchen. Das verstehe ich nicht. Ich glaube, wenn der Huga-Kehr Surt berührt, vereinen sich die beiden. Der Huga-Kehr ist bereits vollständig. Nichts kommt hinein oder heraus. Ein geteilter Huga versucht immer, sich wieder zu vereinigen. Seiner könnte gerade stark genug sein, das zu schaffen. Wenn das geschieht, wird er zum Huga-Kehr. Dann kann ihn nichts aufhalten. Nur wenn er all das Licht beherrschen kann. Aber das glaube ich nicht. Sein gammeliger alter Körper ist nicht dafür gemacht. Das ist, als würde man versuchen, das ganze Meer in eine Schweineblase zu füllen. Nur, woher weiß ich, dass deine Einsichten stimmen? Du hast sie gar nicht alle gehört. Bist du wirklich davon überzeugt, dass die Vereinigung zu viel für Surt sein wird? Am besten versuchst du es, wenn er schwach ist. Wirklich tot. Also nicht richtig tot. Nur normal tot. Bevor er wieder aufwacht. Danke, Brock. Dann gib mir jetzt den Huga-Kehr und geh. Hier ist es zu gefährlich. Ich geh doch jetzt nicht. Ich bin so weit gekommen. Tu, was dir gesagt wird, mein Freund. Her damit. Ich frage mich, schickt mich Brock in den Tod? Nein, mein Schicksal ist Ragnarök. Weit in der Zukunft. Nichts, Svartalfheim. Okay. Ich muss mal eine zweite Waffe nochmal auswählen. Tja, Frau Olle, wäre eben fast auf der Fresse gelandet mit seiner Valhalla-Geschichte. So. Hä? Jetzt da hoch. Meine Damen und Herren, wir sind im Landeanflug. Komm, ich lande auf dem Dach. Sei stark. Verschlinge diese bitteren Früchte. Wandle sie zu einem glorreichen Sieg. Was brabbelt der denn da? So, kommst du jetzt rein, oder? So, Hurt! Wie geht es dir? Hier, Scheißer! Deine Dämmerung naht! Du atmest noch? Dagegen hab ich ein Mittel. Oh, ein schönes Schwert. Na toll. Und ich hab mein Lava-Protektor nicht dabei. Ah!
Aber ist ja nicht das erste Mal, dass wir kämpfen, ne? Alter! Du wirst nicht zum Quieken kommen, wenn du deinen eigenen Schwert versteckst. Entflamme! Aua! Aua! Nein! Du bist nicht einmal der Herr dieses Raums. So. Ich will doch noch einen schönen Screenshot machen, aber der sieht nicht so cool aus jetzt gerade. Ich weiß auch nicht. Naja. Da bin ich einfach in die Luft gegangen. Haha, kleines Wortspiel. Gieß dich! Ich bin Surt, Zerstörer von Welten. Ich bin Ragnarök, Zerstörer von Surt. So, jetzt vielleicht? Nein. Komm, stirb. Das war's. Ein billiger Kampf. Was habe ich angerichtet? Hey, Deathhead, danke dir. Oh, ist aber lieb, dass du mir dein Prime-Abo rüberschiebst. Super cool, danke. Hey, wärst du so nett? Das war's mit Surt. Du hast hier nichts verloren. Ich habe es mir verdient, das Ende mitzuerleben. Ich sagte dir doch, es würde klappen. Und du hast an mir gezweifelt. Oh oh, da ist er wieder. Ich. Vielleicht habe ich mich geirrt. Mir scheint, das war nur der Schlüssel. Oh, das oh. Da hingegen. Oh oh, was geht ab? Ein Teil des Schlüssels. Willst du den anderen? Dann hol ihn dir. Du hättest nicht herkommen sollen. Hol du ihn dir doch! Ich fliehe nicht vor dem Feuer. Oh oh, Brock, mach's gut. Ich bin das Feuer. Oh, armer Brock. Und nu? Rennen. Rennen! Es ist los. Oh oh, ich werd verfolgt! Renn, Harvey! Komm! Oh oh oh! Das war's! Von wegen! Lauf! Und jetzt? Yes. Das ist hier die Made. Alter, was geht? Ah, ich brauch so einen Feuerprotektor.
Aua. Brenne! Wie brenne. So. Ich verdiene den Tod. Du verdienst den Tod. Das hat Energie gekostet, mein Lieber. So, gleich bist du fertig. Haha! Smokey, hallo! Grüße dich! Herzlich willkommen! Rockgerecht. So viel zu deinem großen Plan, du Narr. Du wolltest die Macht des Lichts beherrschen. Dankeschön. Die Macht meines Sohnes. Es hätte dich zum Weltenvernichter gemacht. Fatality. Doch so schwach wie du bist, wird sein Licht dich ganz und gar verschlingen. So, dann speichern wir mal Surt in unserem Hugakehr. Ich fürchte, es passiert noch mehr. Und nü? Schon tot. Was sind das für Geräusche? Verdauungsstörung? Bitte? Echt jetzt? Das ist das Ende gewesen? Na gut, ganz formell, ja, Surt war der Bösewicht, ich habe Surt getötet. Es ist das Ende, aber was ist mit dem Hugakehr? Er war der Schlüssel für was? Was habe ich da jetzt geöffnet? Das war doch noch nicht alles. Da passiert doch noch was. Warum kommt denn jetzt ein Abspann? Gut, ich habe noch neue Meisterherausforderungen mit Odins Auge. Nicht zu vergessen, in der realen Welt. Hier habe ich auch noch diese 4 Kartenstücke, wo wir nichts gefunden haben. Und was ist das da jetzt für ein Tor? Also, ich werde mich dem Ganzen dann nochmal widmen. Ich hoffe, da geht noch was. Das kann es jetzt noch nicht sein. Das war jetzt ein bisschen, wie soll ich es sagen, unspektakulär? Und warum ist die Mucke so leise? Weil ich die so leise eingestellt habe. Hm.
Okay. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich mir mehr Zeit gelassen mit dem Kampf. So, genießen, das Maximum rausholen. Musik ist auch schon fertig. Also, ich weiß nicht. Wenn es das jetzt gewesen sein sollte, das ist ja wie eine Netflix-Serie, die mittendrin wieder aufhört, weil sie die zweite Staffel nicht finanzieren. Freue ich mich ja noch mehr auf die Meisterherausforderungen. Jetzt verschwindet sogar noch das Bild im Hintergrund. Was geht ab hier? Na gut. Könnt ihr alle Namen vorlesen? Product Managers, Marina Mount, Louis Barrault. Also, schnell kann ich lesen. Na gut, Frau Holle, ich bin halt schon komplett aufgepowert, ne? Beste Waffen, hohes Level. Trotzdem. Bisschen merkwürdig. Also, ich gucke mir da auf jeden Fall noch an, was da noch zu holen ist. Und wenn alle Stricke reißen, haben wir die neuen Meisterherausforderungen. Da haben wir ja das Türchen unten entdeckt. An der Ostküste. Wo wir noch mehr Teile brauchen für den Schlüssel. Da geht's dann auch noch weiter. Boah! Wie lang ist denn der Abspann? Also, wenn ich jetzt das Ganze bewerten müsste, so wie es bis jetzt ist. Also, ein paar Teile haben wirklich Spaß gemacht. Große Stücke fand ich aber auch ein bisschen langatmig, um nicht zu sagen langweilig ein wenig. Also, das hat nicht viel Neues gebracht. Die neuen Fähigkeiten, die man über dieses Armband hat, mit dem sich in den Raben verwandeln und fliegen. Rabe ist ganz cool. Aber der Rest, Lava auf Feuer laufen oder dieser Eiszauber, boah, so viel fand ich nicht, dass es gebracht hat. Also, das rechtfertigt jetzt für mich nicht alleine den Kauf. Christian Harms, du hast vollkommen recht, ich finde das gut. Liebes Tagebuch, Spiele müssen episch enden. Wo früher extra Bilder auf dem C64 waren, sind Lobeslieder in großen Szenen. Jack Bashir, ja, zu Ende. Also wie gesagt, ich habe noch ein paar Quest-Sachen offen, aber scheinbar scheint da von der Story her nicht mehr viel zu kommen. Ich habe jetzt beim Abspann nicht so genau aufgepasst. Wir sind jetzt nicht schon wieder vorne und er läuft immer weiter durch, oder? Also wir haben noch nicht einmal das Ende erreicht. Boah, so viele Leute hier. Krass. Localization. Steht auch was, wer das Deutsche gemacht hat? Nö. Italian Version. German Version. Mauspower GmbH. Frank Haut. Florian Köhler. Tobias Wenzel. Ich bin nicht so schnell. Sandra Preußel. Okay. Ja, genau, Frau Holle. Brock. Einmal mit dem Fels auf den Boden geklatscht, war's vorbei. Jack an sich, also du schreibst, das Spiel ist lieber zum 10. Mal Final Fantasy 8. Jein, also das Spiel
insgesamt hat es schon was. Es ist nur diese Versatzstücke. Das ist so, Destiny war auch so ähnlich. Da kriegst du was Neues, was dir eigentlich ganz gut gefällt, aber statt mal alle Fragen aufzulösen, die noch bestehen, das Ding hat jetzt wieder neue Fragen aufgemacht. Also es hat ja null erklärt, dieses Add-on, sondern ich frage mich jetzt, was passiert mit dem Hugacare? Trifft man da nochmal jemand wieder? Was ist mit den Lichtalben? Also klar, es hat ein bisschen mehr von Harvey und Odin beleuchtet, was so ihre Bewegmomente angeht, aber es gab keine großen neuen Erkenntnisse so insgesamt. Gut, Balder ist tot. Tja. Zudem hatte ich jetzt eh nicht so das Riesenverhältnis. Sodele, kommen wir jetzt mal zum Ende langsam. Wie sieht's denn aus hier? Abspann. Ja, Jack, ich weiß nicht, wie viel da noch kommt jetzt. Also ich glaube nicht, dass die jetzt mit Valhalla schon fertig sind. Ich glaube aber auch nicht, dass Ragnarök sich jetzt so brillant verkauft hat, weil es gab einfach zu viel Konkurrenz jetzt, dass man zum quasi Vollpreis, fast Vollpreis jetzt nochmal so eine riesen Erweiterung kauft, die das Spiel auch nicht... die nicht so viel Neues erzählt. Es gab ja mehr vom Gleichen im Grunde. Und bei einer Konkurrenz wie Elden Ring haben, glaube ich, viele Leute einfach gesagt, nee, brauche ich nicht. Und das kann ich auch völlig verstehen. Tja. Technical Architect 3D. Ulrich Ahr. Das ist mal ein cooler Titel. Der Abspann verdoppelt die Spielzeit, Pocket. Das Ende hat mich auch sehr überrascht, Frau Holle. Ich kann mir echt nicht vorstellen, dass wir jetzt alles gesehen haben. Hat einer aufgepasst? Das ist jetzt nicht der Abspann von vorne, oder? Wir sind noch nicht durch. Weil das liest sich jetzt wieder so wie vom Anfang. Programmers, Tim Gottschalk. Hat einer aufgepasst? Ich glaube, es hat keiner aufgepasst, oder? Game Design. Aber Game Design, das müsste ein Erzählung, das müsste ja alles schon am Anfang gekommen sein. Das sind ja keine Sachen, die du am Ende vom Abspann verrätst. Ich drücke einfach mal nochmal alles. Ich drücke mal einen Knopf. Ich sollte zur Zuflucht und die Kunde meines Sieges verbreiten. Aha. Okay, Abspann kommt. Aber es ist noch nicht fertig. Es ist noch nicht fertig, was ein Glück. Da kommt noch was. Wer greift mich denn jetzt an? Okay, ein bisschen seltsam, da einfach mal den Abspann rauszuhauen, wenn noch was kommt. So, wo ist denn die Zuflucht? Meint er die hier, oder? Also. Das haben wir auf jeden Fall noch. In der richtigen Welt. Und die Heldensagas. Und wo haben wir jetzt denn die neue Mission? Die ist noch nicht eingezeichnet. So, ist sie jetzt da? Gerade mal gucken. Nein! Ach, wohin muss
muss ich denn jetzt? Zur Hotter-Zuflucht oder woanders hin? Müsste doch jetzt hier eingezeichnet sein. Kuckuck normal! Und der... Ah, komm hier, Vogel. Was ist das da jetzt für ein komisches Portal? Okay, also da ist ja Surt gestorben. Zeig mir, was vor uns liegt. Da ist noch ein Goldschatz. Oh, neue Goldschätze. 2 Stück. Okay. Also ich... vermute mal. Ich muss wieder dahin, aber Brock ist ja nicht mehr da. Das kann jetzt überall sein. Na gut. Ich versuch's erstmal hier. War ein bisschen merkwürdig. Also ich gucke jetzt da nochmal schnell, wenn das da ist, dass man das da verkünden kann. Okay. Ansonsten, wir haben fürs nächste Mal noch die Meisterherausforderungen auch übrig. Die können auch cool werden. Vielleicht geht es ja dann mit Odins Auge nochmal ein Stück weiter. Ja, dennoch seltsam. Ach, ich bin richtig. Sehr gut. Riecht ihr das? Der Duft der Freiheit. Mein Geschenk an euch. Mein Geschenk. Der Duft des Todes. Warum die langen Gesichter? Wärt ihr lieber weiterhin Flüchtlinge? Hyrokin. Also waren die Gerüchte wahr. Du warst die ganze Zeit hier, Svartalfheim. Du warst fleißig, Erhabener. Deine Rache überflutet das ganze Land wie ein tosender Fluss, der über die Ufer getreten ist. Warum bist du hier? Auch ich bringe ein Geschenk. Düstere Gerüchte aus Asgard. Du würdest sie längst kennen, wärst du nicht so beschäftigt gewesen. Was hat Loki getan? Er ist der Zelle entkommen, in der du ihn verrotten lassen wolltest. Hat Fenrir befreit, Jormungand geweckt, ihn zu Kampf gerufen. Er schafft ein Heer wie kein zweites. Offensichtlich war auch er fleißig. Natürlich ist Loki nicht dein einziges Problem. Bald schon werden sich die Tore Muspelsheims knarrend auftun und seine Schergen werden Vergeltung für ihren gefallenen König fordern. Und vergessen wir nicht Suttung in Jötunheim. Glaubst du wirklich, er lässt sich die Gelegenheit entgehen, alte Rechnungen zu begleichen? Deine Rache hat ihren Preis, Erhabener. Und zwar dich und alles, was dir lieb und teuer ist. Es kommt also zum Kampf. Bisher habe ich keinen verloren. Das Dämmerungsschwert ist dir ein Begriff. Oh, Dämmerungsschwert. Schlinge? Ihr ist bestimmt, den Himmel zu zerschneiden und Ragnarök einzuläuten. Ich habe sie ihm ins Maul gerammt. Als ich herkam,
erhob sich ein mächtiger Lichtstrahl von einem Turm. Er zerriss den Himmel. Das war ich. Ich nehme an, das war dein Werk. Dann bist du es, der Ragnarök auslöst. Oh nein. Und so beginnt es. Durch meine eigene Hand. Hyrokin. Einen Gefallen, bitte. Habe ich dir nicht bereits einen getan? Nicht für mich. Für dich. Geh zu dem Turm, von dem du sprachst. Du findest ein albisches Wunderwerk in der Asche. Nimm es an dich. Warum? Es ermöglicht dir, den zu erlösen, den du verloren hast, aber retten möchtest. Doch zuerst müssen die verlorenen Hugier darin befreit werden. Ich habe bereits einen Plan, um meinen Geliebten zu retten. Es gibt immer einen besseren. Nun geh. Was soll der Trick? Ihr verlorener Geliebter ist dir doch egal. Aber Baldur nicht. Wenn sie ihn befreien kann, wenn auch unbeabsichtigt, schafft er es vielleicht auf die andere Seite von Ragnarök. Ragnarök kommt. Doch ich werde ausharren. Aber nicht wie ich bin. Nicht in diesem Körper. Ich werde dieses Leben nicht vergessen. Nicht einen Atemzug. Ich werde mich stets an die Zeit erinnern, als Odin, Sohn des Bur, Vater des Thor, ich war. Wie kann ein Haufen hungernder Zwerge... Gut gespielt, Loki. Wir sollen unseren Kampf haben. Schon bald. Okay. Noch ein bisschen mehr Plapla. Da habe ich jetzt nur noch diese Heldensaga-Kämpfe. Tja. Das war's. Das war im Grunde war das das Add-on jetzt. Okay. Gut, ein paar Kleinigkeiten mit den Schätzen kann man noch holen. Hier die Rolle hatte ich nicht gefunden. Das Tattoo. Hier die Kämpfe. Da fehlen natürlich noch eine Menge. Aber die Story scheint jetzt durch zu sein. Nun gut. Ich speichere mal in der richtigen Welt, weil ich will nächstes Mal die Meisterherausforderung machen. Aber für heute war's das. Wir haben's durchgespielt. Das war die Zeichen von Ragnarök. Was soll ich sagen? Ich habe schon alles gesagt, während der Abspann lief. Es gab kein vernünftiges Endbild. Gut, dass als der Abspann angefangen hat, hat man so eine Totalansicht auf Etri gehabt. Das würde ich jetzt mal als Endbild werten. Aber ansonsten, ich sag mal so, episch war es jetzt nicht. Dann setze ich schon mal die Kopfhörer ab. Wir raiden da noch jemand. Wen soll man denn mal raiden? Hält der Steine? Oh. Bisschen Lego bauen. Oh, hier. Ich sehe da jemand. Cosi Kuakuma. Das wäre doch mal was. Der Wolf kommt. Mapa 589, was gibt's denn da, Christian?
Egal, wie gut wir uns verstecken. Seine Zähne verheißen Ende oder Anfang. Was es ist, erfahren wir erst, wenn er uns verschlungen hat. Sollten wir uns also niederlegen? Unsere Kehle für seinen Biss entblößen? Oder mit jeder Faser unseres Körpers gegen ihn ankämpfen? Im Wissen darum, dass unsere Stärke versagen und der Wolf uns doch holen muss. Ich weiß nur eines. Jeder Tag ist ein Geschenk der Toten an die Lebenden. Jedes Lächeln wird durch jemandes Tränen erkauft. Und wenn der Wolf auf der Jagd ist, bleiben uns nur die, für deren Freundschaft wir gekämpft haben. Und so kämpfe ich für euch, die meinen. Ich werde mit dem Wolf um jedes Stück Land kämpfen, bis er schließlich mich einfordert. Ich erkaufe euch eure Tage des Liebens und Lachens. Nutzt sie weise. So, das war jetzt ja richtig abspannend. Spann. Und ich habe keinen Screenshot. Ja, mal gucken. Okay. MAPA 589 merke ich mir mal vor für next time. Muss ich mir erstmal kurz angucken. Und ja, dann war's das erstmal für heute. Lieben Dank an euch. Schön, dass ihr da wart. Hat mich sehr gefreut. Ach ja, ich habe noch eine Frage. Sollen wir morgen hier noch weitermachen mit den Meisterherausforderungen oder sollen wir ein komplett anderes Spiel mal machen? Ich hätte auch noch was auf der Platte. Also morgen gegen, ja, zwischen 5 und 6 wollte ich nochmal was streamen. Also sagt gerne nochmal kurz Bescheid, dann kann ich das schon mal vorbereiten. Falls es was anderes sein soll. Oder sagt ihr, ich will jetzt wissen, was mit Odins Auge ist, dann machen wir hier weiter. Na? Was wäre das andere? Das wäre ein sehr lustig aussehendes, ja, ein Indie-Spiel, das gerade erschienen ist. Frau Holle will gerne weitermachen. Pocket muss eh arbeiten, dem ist es egal. Naja, ich lese nochmal mit. Ihr könnt es noch in den Abspann, mein Stream-Abspann schreiben. Ich lese noch mit, aber wir starten den jetzt schon mal. Ich sage ciao, auf Wiedersehen. Es war mir eine große Ehre. Schön, dass ihr da wart. Schaut morgen wieder rein. Bis bald. Küsschen aufs Nüsschen. Jetzt klappt's nicht mehr. Ausgetrocknet. Macht's gut. Tschüss. Es geht los, das Spiel beginnt. Niemand weiß, wer es gewinnt. Und ich lauf, 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 lauf. Nimm's mit allem auf. Ich lenke die Geschicke, ertrage finstere Blicke. Bin durch die Unterwelt gereist, weiß wie der Zauber heißt. Ich bin vollkommen. Ich bin ein Böser und kein Guter.
Ich bin vollkommen, vollkommen.